Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute seht ihr mich eigentlich nur ganz kurz vor der Kamera, denn wir machen heute mal einen Rollentausch. Ich gehe nämlich heute mal hinter die Kamera und mein Mann geht vor die Kamera. Und das wird super interessant, glaube ich. Naja, mal schauen, weil unser eigentlicher Plan, ach, der Lauf in die falsche Richtung, wollte ich euch da zeigen, ist leider in die Hose gegangen, weil eigentlich sollte Toto heute longieren. Moment, ihr seht mich auch gleich wieder. So, eigentlich sollte Toto heute longieren, aber das hat mein Pferd gestern mit seinem Eisen gemacht. Also fällt das aus. Also machen wir heute einen Super Groom-Test. Und Toto kümmert sich heute mal ein bisschen um Ruby. Und das begleite ich einfach mit der Kamera. Und ich erzähle jetzt auch gar nicht großartig weiter. Und sage mal, wir legen auch schon gleich los. Da hinten kommt er schon. Da, die rote Jacke da hinten. Da. Ist bereit, ja? Ja. Nö. Was denn? Ruby motiviert? Und jetzt motiviert den lassen wir da, gehen wir wieder. Nein. Ich hab gegen dich, will ich nicht. Brav. Hoch. So, bislang hast du es überlebt, gell? So, dann immer ohne Mutti zu essen. Ich kann ja auch gehen, aber dann nimmt es keiner auf. Da haben wir wenigstens uns so Ruhe. Meine schöne Halfter. Naja. Das ist ein schönes Halfter. Oder nicht? Wie begeistert bist du? Oh, schön Dreck machen, wie die Mutti das erschwegen kann. Hufe. Na, toll sieht dein Huf aus da unten. Ohne Eisen. Du Depp! Oh, der Mann kann sogar einen Knoten machen. Kannst du machen. Ja, super. Dann Kommando zurück. Ruby, du bist ein braves Pferd. Hoffentlich. Das war geil, das machst du auch nicht. Ich achte auch nicht auf alles. So, bei. Das zu den Outtakes. Da wolltest du es mal super cool machen, oder was? Nö, eigentlich nicht. Du weißt doch, irgendwas mache ich immer falsch. Passiert, alles gut. Was machst du jetzt als erstes? Ich mach die Putzkiste auf. So, Waschlappen für Chrissy? Keine Ahnung. Ja. Hm, nehmen wir doch nicht. Sieht doch ganz gut aus. Oder? Was machst du denn als erstes? Willst du jetzt schon gleich haben? Nee, will ich nicht. Guck, wo die Dings ist. Wenn sie nicht zumachen wird, dann ist sie doch. Aha. Guck mal hier. Weißt du auch, warum man den Schweif eindreht? Damit ich keine Haare rausreiß. Guck mal, er hat mir zugehört. Mann. So reicht er ein bisschen dreckig sein. Nein. Warum soll er denn dreckig sein? Hm? Wäschst du dich auch immer nur zur Hälfte? Weil du denkst, ein bisschen Dreck muss sein oder was? Kann man so lassen. Ja. Und dann? Noch die grauen Dinge rausschneiden? Nein, die grauen Haare bleiben da, wo sie sind. Hast du da auch eins draus? Sieht man, glaube ich, jetzt hier nicht mehr. Boah, jetzt hast du das rausgerissen! Was ist los mit dir? Ja, von der Seite stehst du so ein bisschen im Dunkeln, da sieht man nicht so viel.
Ja, aber er hat nun mal die Mähne auf dieser Seite, nicht auf der anderen Seite. Von der Seite. Ja, Schatzi, aber da steht er genauso im Dunkeln. Das geht sogar ein bisschen besser. Ha? Das ist besser, ne? Du musst hier da ahnungslos darauf sagen, wovon du auf dem Film musst. Kommst du da überhaupt rein mit deinen Händen? Hab ich doch schon mal gehabt. Entschuldigung. Meistens putzt du das Pferd, wenn ich nicht da bin. Da weiß ich nicht, was du nimmst. Und ob du überhaupt gründlich putzt. Wenn ich der Lache das entnehme, dann würde ich sagen, nein. Dann machen wir Katzenwäsche, ja? So wie die Mutti gestern. Achso, das ist denn so schnell? Wird dir einem schwindelig? Ja, genau. Wie hatte Julia? Da, 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 da. Siehst du das? Jetzt fängt man schon mal an. Oh, so Karate-Kit. Auftragen, polieren. Was ist das Karate-Kit? Kennst du nicht? Nein. Mann, Mann, Mann. Auftragen, polieren? Ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Wir machen so. Ich wollte gerade sagen, mal an den Bauch gehen, dann kriegst du gleich die volle Breitseite ab wahrscheinlich. Guck, der kommt schon. Was nehmen wir jetzt für eine Bürst? The Diamond. The Diamond, was? Wurzel, okay. Wurzel. Die etwas gröbere Variante. Jetzt mal. Ja, merkst du was. Macht der Toto gleich ordentlich. Was machst du? Ruby, lass dir das nicht gefallen. Was machst du denn da jetzt? Machst du jetzt ein Einhorn da drauf? Jede Frau wünscht sich doch ein Einhorn. Oh Gott, Schatz, lass das. Der hat doch eh nur so 5 Haare da oben. Wenn ich ihn rausreißen würde. Der sieht ja furchtbar aus. Oh, ich glaube, das sieht doch ganz ordentlich aus, ne? Wenn du denkst, wie du gestern hinterlassen hast. Hey! Vorsicht! Das ist ein Hufkratzer, ein Rosaner. Auf, komm, Ruby. Ja, ganz groß. Oh, klasse. Wo willst du denn hin? Ein kleines Schritt auf. Für Mädchen, ein großer für Ruby. Auf geht's. Langsam. Der traut eher dir nicht. Ach Quatsch, die Schilder an. Ja, weil ich heute mal die Kamera in der Hand habe. Guck
die Aufwärtsung auf einmal ist. Was machst du denn da? Gamaschenweitwurf oder was? Tschüss. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Sag tschüss. Der Rumi möchte, glaube ich, gerade gar nichts mehr sagen. So, das heißt, ja, schüttelt der Mann dem Pferd noch das Heu auf. Sehr nett, Sach. Noch heute auch wie sich. So ist gut. Der nimmt da hinten sein Heu schon wieder auseinander. Super lecker. Super lecker. Schöne Mogelpackung. Oh! Noch eins als Belohnung? Ein Belohnungsstück. Oh! So, das am. Hey. Hast du nach Worten gesucht? Ja, eigentlich ist es dein Job heute. Warum denn? Weil dein Pferd heute, haben wir doch gesagt. Nein, haben wir nicht. Hör auf zu meckern. Du hast mich schon nur zum Putzen gequält. Rubinho! Schlusswort darfst du heute sagen. Nö. Doch. Nein. Doch bitte was. Warum? Sag ein Schlusswort. Tschüss. Dein Ernst. Was soll ich denn da sagen? Schön, dass ihr dabei wart. Nee. Und vielen Dank. Ich wurde wie jedes Mal gequält und wurde zu allem gezwungen. Weißt du, da steht so ein kleines Ding da vor mir, in dem Fall hinter der Kamera. Und genau. Nötigt mich. Sag jetzt tschüss. Hab ich doch, wie oft noch? War so ein schönes, kreatives Schlusswort. Das hätte auch was. Ich hoffe, ich muss das nicht nochmal machen. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend. Macht's gut.